Ich schreibe gerade an meiner Masterarbeit im Wirtschaftsingenieurswesen, bin also fast durch mit dem Studium, habe daher Glück, dass ich keine Online-Kurse mehr besuchen muss. Nebenbei bin ich Leistungssportler, bin Triathlet, daher kennen mich wahrscheinlich auch hier in Oberhausen die meisten. Als dann vor 4 Wochen die Schwimmbäder hier in Oberhausen zugemacht haben und die Sportanlagen dicht gemacht wurden, hat sich natürlich alles verändert. Seitdem trainiert man alleine im Garten, geht laufen, da das Schwimmen nicht mehr geht, macht man halt Zugseiltraining. Und als dann vor 2 Wochen die Nachricht kam, dass die deutschen Meisterschaften abgesagt sind, was als erstes bekannt wurde, daraufhin bekannt wurde, dass bis Ende Juni überhaupt kein Wettkampf mehr im Triathlon stattfinden kann, fragt man sich natürlich, wofür man überhaupt trainiert. Hat dann kurze Zeit so einen Durchhänger gehabt, so 2, 3 Tage, wo ich echt wenig trainiert habe. Aber irgendwie, wo jetzt gerade das Wetter auch schöner geworden ist, geht man doch wieder raus, trainiert fleißig und hofft halt, dass Wettkämpfe in der zweiten Jahreshälfte noch stattfinden können. Und wenn nicht, trainiert man halt einfach für sich alleine. Ja, und so ist halt das Pensum momentan, dass ich so 100 bis 120 Laufkilometer die Woche habe, 15 Stunden ungefähr auf dem Rad sitze und dazu 2, 3 Stunden Stabi-Training oder Zugseiltraining mache. Für mich hat es mit dem Sport recht früh angefangen. Ich habe ziemlich viele Sportvereine hier in Oberhausen durch. Angefangen hat es früher mit dem Leichtathletik. Dann bin ich zum Fußball gekommen, habe 14 Jahre bei Arminia Klosterhardt gespielt. Als die Mannschaft sich aufgelöst hat, bin ich 2013 zum Triathlon gekommen, ins Endurance-Team, was hier in Oberhausen damals gegründet wurde. Habe dann im vergangenen Jahr mit dem Endurance-Team zu Rot-Weiß Oberhausen gewechselt, um den Verein noch weiter zu verstärken. Laufstark war ich immer schon und dann hat mich halt besonders gereizt am Triathlon, dass es halt 3 Disziplinen sind, man frei in seinem Training ist, nicht an feste Trainingszeiten gebunden ist. Und so bin ich dann zum Triathlonsport gekommen. Ja, vor 2 Jahren habe ich ja bei der Weltmeisterschaft auf Hawaii beim Ironman gewonnen. Das ist das bekannteste oder größte Event im Triathlon. Der Plan dieses Jahr war, wieder bei der Weltmeisterschaft zu starten, dort auch mich für zu qualifizieren. Die Qualifikationswettkämpfe sind jetzt alle abgesagt oder verschoben. Und zwar so weit nach hinten, dass wahrscheinlich keine Quali mehr für dieses Jahr stattfindet. Man weiß also nicht, wie man sich für die Weltmeisterschaften qualifizieren soll oder überhaupt daran teilnehmen kann. Und ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen was von mir kennengelernt, habt gesehen, wie ich wohne, was ich so in meiner Freizeit mache. Und ich hoffe, ihr trainiert auch alle fleißig weiter und haltet euch fit, gerade jetzt in der Zeit von Corona. Ihr macht es nicht nur für den Sport oder für den Erfolg, ihr macht es natürlich auch alle für euch. Und genauso wie ich weiter trainiere, hoffe ich, dass auch ihr alle weiter trainiert und wir uns dann bald wieder bei Sportveranstaltungen oder anderen Veranstaltungen hier in Oberhausen treffen und zusammen Sport treiben können.